Buongiorno, amici, hallo liebe Freunde, hier bei Bella Italia TV. Siamo a Verona, in Piazza Bla, una delle piazze più belle d'Italia. Verona, was für eine tolle Stadt. Also für mich persönlich einer der schönsten Städte Europas. Und das nicht nur gegen Romeo und Julia. L'Italia oggi ha deciso di abbracciare il nuovo giorno dalla casa di Giulia. Qui in compagnia di Roberto. Questa è una foto creata quest'anno a settembre sull'isola di San Biagio, Manerva del Garda. Oggi con Alessandro andremo a scoprire un angolo di paradiso. Leben in Italien, Bella Italia. Ja, das ist doch wirklich ein tolles Motto. Vi aspettiamo a Explore Italy. Insieme esploreremo le bellezze dell'Italia, della sua storia, dell'arte e della cultura, facendo vivere esperienze di viaggio, immergendoci nelle destinazioni turistiche iconiche, simbolo del nostro paese. Racconteremo l'Italia attraverso le voci, i volti degli italiani, le città d'arte, i borghi più belli, le spiagge, i laghi, le montagne e tutti quei luoghi incantevoli che lo caratterizzano e lo impreziosiscono. Lo faremo tutti i giorni in diretta con le telecamere di Bella Italia TV, lungo tutto lo stivale. Vi aspettiamo. We are in Mantova, UNESCO World Heritage Site. Mantova is a proof of an exceptional urban realization, architecturally and artistically, with its works of art from the Renaissance. Alessandro Colombo, journalist and editor. Riccardo Braglia, writer, journalist, honorary authority for artistic and historic heritage of the city of Mantova. Michela Rossi, representative for the Palazzo Te Foundation, will take us on a journey. A journey around the city considered to be a chest full of artistic treasures, filled with works by important names such as Mantegna, Pisanello and Giulio Romano. Good morning Europa from Bella Italia TV. We are in Mantova. Mantova is one of the best towns of Lombardia and we would like to introduce our special guest Riccardo Braglia. Good morning Riccardo, good welcome morning, to Marina. Us. And with Riccardo we would like to talk about Rigoletto House. Please Riccardo, can you explain what does it mean Rigoletto House and the history of this special things? Of course. So,
Rigoletto House is a fake. As a matter of fact, this house belonged to the Cathedral of Mantua, St. Peter, and also today is the home of an important member of the Curia of Mantua, Monsignor Brunelli. But all the story of Rigoletto is a fake, because in the reality, Giuseppe Verdi decided to transform in an opera a famous novel by Victor Hugo. The title was Le Roi s'amuse, the king is amazing himself, and was the story of Francisco I of France and his adventures with the ladies of the court, and in particular with the daughter of his favorite joker called Blanche. But there was a big problem with the Austrian government, because during that period Mantua belonged to the Austrian Empire, and they decided it was absolutely impossible to write, to propose an opera in which a consecrated king was defined a humanizer, Don Giovanni, and so on. And so the poor Verdi, only 1 month before the premiere, had to change completely the story, and the Roi of France became the Duke of Mantua, Triboulet Rigoletto, and Blanche Gilda. This is the real history of the opera. It's absolutely like in Verona the story of Giulietta e Romeo, Romeo and Juliet. nothing of true, of course. With Bella Italia TV, we are exploring all Italian town. So we have been in Verona, and we explain to everybody the history of Giulietta e Romeo. We would like to ask to Riccardo, how is the competition between Giulietta e Romeo and Rigoletto? Well, the competition is nothing, because Rigoletto is a figure known by people that loves opera, and finished. On the contrary, Romeo and Juliet, everybody also in South Australia or in the island of Fiji, everybody knows the story, and so I think that the winner is Verona. Good evening to everybody. My name is Riccardo Graglia. I am basically an art historian, and I have studied in Italy, of course, and it is the fatherland of art, but also in Great Britain. I am also a journalist. I am a writer. I have published many books about the history of Mantua and the art in Italy. And I am, this is the last one thing, also a director, but not for film, not for theater, but only for opera. My last creation was an edition of Rigoletto by Giuseppe Verdi, created for the main theater of my town, that is Mantova. Thank you.
We are walking around Mantova, and we are going to explore Palazzo Te. Palazzo Te is a masterpiece of Mantova, designed by Giulio Romano. We are here with Michaela Rossi. It's a pleasure to see you and to learn you about this building, this museum. Can you tell us, Michaela, something about this masterpiece of Mantova? Yes, Palazzo Te was built by Giulio Romano and commissioned by Federico II Gonzaga, that was the Duke of Mantova, in 1535. Palazzo Te was a villa made for the leisure time of the Duke and the Gonzaga family, and that's why it was built a bit out of the city. Gonzaga family was living in Palazzo Ducale, in the city center, and here in Palazzo Te, they are used to make parties and dinners for their guests in Mantova. Giulio Romano designed the Palazzo Te and also all the architecture and the frescoes of Palazzo Te, between 1525 and 1535, and the whole palace is designed and decorated by the master Giulio Romano, that came from the school of Raffaello Sanzio from Rome. So Federico Gonzaga called Giulio Romano from Rome to work in Mantova. Michaela, what does it mean, leisure, in 1525, 1535, for Federico Gonzaga? Federico Gonzaga was a great duke, and he was an estimator of art and leisure time, like feasts or parties. He invited also the emperor here in Mantova and made a great dinner in Palazzo Te for the emperor. So that was the main use of Palazzo Te, because it was not a normal palace, but was a palace that room by room hosts guests and want to give a sense of wonder and beautifulness for all the people that came in Palazzo Te. What we are going to see now walking around the Palazzo Te? Palazzo Te has some rooms very, very beautiful and famous all over Italy and Europe, like the Room of Horses, that I have some portraits of the real horses by Federico Gonzaga, or the Room of Giants, that is all decorated from the floor to the ceiling with frescoes of Giulio Romano. Talking about the future, your museum, in which way will change the approach to the visitors? So, I mean, are you going to propose virtual reality visit also for from coming from this museum? Yes, we made an application for mobile with which people can just download on his mobile phone and go around Palazzo Te having a visit guided by our curators in Italian and in English. And we have also augmented reality and virtual reality path in the museum. And last year we start to digitalize some rooms, like Room of Horses and the Giants room, because we want to face this time of digitalization and innovation also for arts and culture. So we would like to invite everybody to take this app, to download this app, but mainly we would like to invite everybody to come here and to live the magic moment inside this Palazzo Te. Thank you, thank Michaela. You. Thank you very and much. Keep in touch, and we are going to see the other room. Sure. Sumptuous ducal apartment of Palazzo del Te. This fabulous palace was built by Giulio Romano, the favorite pupil of Raphael, and was built for Frederick II, Duke of Mantua,
The period is between 1530 and 1539, or according to another tradition, 1525, 1535. Nonetheless, the apartment, the palace, is considered really a masterpiece of the manneristic period. Mannerism is the late Renaissance period of European art. This room was originally the antechamber of the apartment, as it's called, room, or better, hall of the horses. Because, as you can see, on the walls are painted six beautiful thoroughbreds that were real animals. They are not the fruit of Julio Romano's fantasy. They were the six favorite horses of Duke Frederick's fantastic. Of the famous braid that was typical of the House of Gonzaga and well known everywhere in Europe. The second hall of the apartment is this one, the so-called Psyche's room, or Psyche's hall. Originally was the banqueting hall of the apartment. The name Psyche derives from the frescoes that you can admire on the ceiling and on these two walls. These frescoes, as a matter of fact, tell us the legend, the story, the tale, maybe is better, of Psyche, that was a beautiful Greek princess, loved by Cupid, the god of love, and the son of Venus, goddess of beauty and love, of course. It's a very complicated story because Venus was terribly jealous of Psyche, but after many, many problems and disaster and so on, the couple was able to marry, and Zeus, or Jupiter, as you like it, the king of the gods, created Psyche like a new goddess of the Olympus. The scene, the double scene on the two walls, is the wedding, or nuptial, as you like it, banquet, where all the ancient divinities are invited. They are really easily recognizable from their attributes, for example, Apollo, the god of sun and the music, Bacchus, the god of wine, the nymph of the waters, and here the goddess Venus herself, that is preparing the great, the sumptuous table for the wedding. And now the top, because this is the most famous hall of the palace, and unique, or unicum in Latin, because nobody was similar to this room in the past, and nobody will be similar to this room in the future. Is the great masterpiece of Giulio Romano, the so-called Hall of the Giants. As a matter of fact, the frescoes of the Roman painter tell us a famous pagan story, pagan legend, the revolution organized by the giants that you can see on the walls. They are horrible, stupid, with grotesque faces and so on. And they organized a revolution against Jupiter,
the god, the king, sorry, of the gods that you can see on the top of the cupola of the dome. But you can, as you can see, Jupiter with the lightning stroke the giants, collapsing then in this cosmical catastrophe till reaching the Tartarus, that was the hell of the pagan religion. So this is the story wrote, if you want, with his color by Giulio Romano in this hall. Walking together with Riccardo Braglia, and Riccardo Braglia will tell us something about Mantova, because Mantova is not just a little town, but it was also a capital. So what does it mean, capital, for this town? The first thing to tell is that Mantova is really, really ancient, because Mantova was an Etruscan town. So she's elder than Rome. And the period of glory, as a matter of fact, was the period of the house of the dynasty of Gonzaga. During this period, about four centuries, Mantua was the capital of a small state, indeed, but very famous all over in Europe for the splendor and the elegance of the court, and for the patronage of the member of the family, with very important artists like Tiziano, Della Mantegna. Also Leonardo was for a period here in Mantua at the court of the Gonzaga, and so on. Rubens, 8 years. He lived in Mantua 8 years, so was the most important painter of the first period of the Baroque age, and so on. So really fantastic. So Riccardo, is a very miscellaneous between history and art this town? Absolutely, because all the members of the family were dominated by the passion for art. Now with Riccardo Braglia we are going inside the Palazzo Ducale. Yes. So we would like to discover Palazzo Ducale together. With pleasure. It's a huge complex, about 35,000 square meters and 500 about of rooms, 7 gardens, 8 quarters, the private church of the Gonzaga family, the private theater of the Gonzaga family. Really enormous, like the Forbidden City, if you want, in Peking. So let's go to discover Palazzo Ducale. With pleasure. Wonderful room. We are in the wedding room, but I don't know if in English the right name is wedding room. Yes, of the translation Mantegna. Of Camera degli Sposi, of course, is wedding room, but is not correct. The real name of the room during the 15th century, that is the period in which Andrea Mantegna decorated it, was a Latin name. Camera picta, that means the most beautiful frescoed room existing in the world.
This is the correct name, and Mantegna created this decoration for celebrating the glories of the Gonzaga family. In particular, in the background, there is the figure of Marquis Ludovico II seated on his throne, and around him numerous members of his family, beginning with the Marchioness Barbara of Brandenburg, so a German princess, because Brandenburg is Prussia, as a matter of fact. She's not very sexy, is a sort of member of the Adams family, but she was very clever, intelligent, with a fantastic taste, and also a good match for the time. And the other young people are children of the Marchionne family. In particular, it's very funny, the young boy with the queen's hat, and Ludovico, of course. He was only 8 years old and already the rites of the Catholic Church of Italy. Father Riccardo, let us know something about Andrea Mantegna. Andrea Mantegna was coming from Padova, si. And after he has a very successful in Mantua. Si, si, si. Andrea Mantegna arrived in Mantua in 1460, and he remained in the Gonzaga town till his death in 1506, dominating completely the artistical scene of the town. Thank you. Now we are moving to another room. With pleasure. So, Riccardo, we are walking on the Galleria of Exhibition on the first floor of a new area of Palazzo Ducale. Sì, the so-called Corte Nuova, the new court. New court. Because the palace is divided into sections, the old court that was started in the 13th century, and this part is the new court, work started about 1530-1532. And what can we explain to us about this special place? This is fantastic. Was built by Vincenzo Primo Gonzaga, the same Duke of Rigoletto, as a matter of fact, and it's called the Gallery of the Exhibition because the purpose was to show the most important treasures of the famous Gonzaga's collection of art. And you can understand easily this fact looking at this wall that is divided in three orders of niches. All of these are Gonzaga? No. These are Roman statues representing emperor and empresses. Ancient, and it is not the original place of this statue. It was in another part of the palace originally. You know, here, in the first row of niches, there were a cupboard filled with the most unbelievable object of the Gonzaga collection of semi-precious stones. You have to imagine service for example, for the table, made in massive lapis lazuli, decorated with gold, pearl, diamonds, emeralds, rubies. The second row are frames for canvases. And for example, the most famous canvases exposed here was the Death of the Virgin by Caravaggio, that originally belonged to the Gonzaga family. And the third row is the unique, the only one that preserve also today the original destination. So they are niches, like shell, oval shell if you want, for the exposition of Roman busts.
So it's very so nice, very wonderful, and next step where we are going to. To a particular apartment for having just an idea of a typical collection of the Renaissance and Baroque age, the Wunderkammers, so the room of the beautiful things. Very particular collection that we can explain in a few minutes. So we will see later. Yeah. Ricardo, Joseph Furtenbeck, a German traveler, wrote that in this gallery display the hippopotamus. What does it mean? No, nothing. So this gallery was, as a matter of fact, a naturalistic museum, but according to the ideas and the mentality of the period. So the object, the animals and so on, were chosen not for the importance in the natural history, but only when they were strange, bizarre, never seen in Europe and so on. And so the hippopotamus, of course, was one of these monsters, this wonder of the nature. But there was another object, terrific, in this gallery, was the mummified body of Passerino Bonaccorsi. The Bonaccorsi were the first lords of Mantua between the second half of the 13th century and the beginning of the 14th century. And Passerino was killed by Luigi Gonzaga, the first Gonzaga to reign over Mantua. And they preserved the mummified body of Passerino because, according to a legend, of course, this was a guarantee for the dynasty. Without the mummy, they believed that the dynasty ended up. So that means that this hippopotamus is the original asset of Gonzaga. Well, it's not the original one because the gallery was completely destroyed during the century, but it's very similar to the original one, yes. Thank you, Ricardo. Let's move to another place. It seem to be in Versailles, but we are still in Mantova. In Mantova, we are in the very nice gallery, the Mirrors Gallery. Ricardo, can you explain to us something about this gallery of mirrors? Yes, but as a matter of fact, it's the last realization, and not ordered by the Gonzaga family, because we are in the second half of the 18th century, at the beginning of the neoclassical style, when the Gonzaga lost completely the lordship of Mantua. On the contrary, was the Emperor Joseph II, the brother of the poor Marie Antoinette, decapitated during the French Revolution. So it was Joseph II that ordered the realization of this sumptuous, elegant decoration that is a sort of imitation, entire style imitation of the famous Garrigue de Glace at Versailles. But we are in Mantova. Absolutely. And Mantova maybe is better than Versailles for some point of view. Why not? Thank you, Ricardo. We are going to another place now. So, Ricardo, we are moving on the Palazzo Ducale outdoor, and we are on the special garden, Hanging Garden. Can you explain to us the particularity of this garden? Yes, this is fantastic, I adore it.
also because it is unique in the world. It is the only real hanging garden existing in the world. And as a matter of fact, there is a difference of 11 meters from the level of the garden and the level of the ground floor. It was built by order of the Duke William I of Mantua, that desired to have in his palace one of the famous seven wonders of the ancient times. And in particular, this was a reproduction, smaller reproduction, of course, of the famous Hanging Gardens of Babylonia. In Babylonia? Yeah. Thank you, Riccardo. Now we are moving to the last place. Riccardo, behind ourselves there is one of the best tapestry in the world. Can you explain to us the details of this tapestry? Yes. The Ducal Palace of Mantua possesses this unbelievable collection of nine tapestries designed by Raffaello and woven in Bruxelles. Amidst the nine pieces, this one, the Miraculous Fishing, is considered the most beautiful Renaissance tapestry existing in the world. And this in particular for the play of reflection of the figures of Jesus Christ and the apostles in the water of the Lake of Tiberias that you can admire, and really, really shocking. On the contrary, the most famous medieval tapestries is in Paris, Hotel de Cluny, is very, very famous also this one, La Dame à la Licorne. But which one is the most important? For the Renaissance, for the medieval, La Dame à la Licorne. Thank you, Riccardo. Now we would like to show the tapestry directly to our on our television. Yes. Let's go ahead in this way. Vorstellen. Vanni ist ja jemand, der am Gardasee aufgewachsen ist, ja. Und du sprichst vor allem Deutsch. Ja, danke schön. Sehr gutes Deutsch. Sehr nett. Wie kommt das überhaupt? Also ich komme hier in der Nähe von dem Gardasee und ich spreche Deutsch, weil ich war zur Universität. Und ich habe Sprache studiert. Ah, okay. Und ich arbeite im Tourismus seit 19 Jahren. Und einfach, ich spreche einfach jeden Tag Deutsch. Wo sprichst du Deutsch? Also wir haben ja hier gerade schon im Eingang einige Bilder gesehen von deiner Anlage, das Cézanne. Ja, erzähl Cézanne. Mir mal davon. Also Cézanne Family Resort ist in 2019 eröffnet. Also ganz neu. Genau, mit dem Ziel, Familien eine freundliche und kindergerechte Unterkunft zu bieten.
Wir haben Apartment, 80 Apartment mit Hotelservice. Und wir finden, dass diese ist eine gute Möglichkeiten für die Familie. Ja, wenn du gerade erzählst, du erzählst ja gerade schon davon, dass es, wer ist eure Zielgruppe? Es sind die Familien. Ja. Wie sieht ein kindergerechter, ein familiengerechter Urlaub aus? Also, wir haben Wohnungen und diese Wohnungen sind mehrere komfortabler als Hotel. Okay. Als, weil es gibt zwei Zimmer. Mhm. Und es ist schön, weil sind Wasserpark, wir haben einen Wasserpark und dann wir sehen, glaube ich, jetzt auch gerade die Bilder im Monitor. Ja. Dieser Wasserpark ist unsere beste Attraktion, Highlight, die wir haben. Ja. Aber ihr habt da noch ein ganz anderes Highlight direkt vor der Tür, Stichwort Gardasee. Ja, ist 150 Meter entfernt von See. Und wir sind in der Mitte von Bardolino und Lazise. Ja. Weil wir sind 20 Minuten zu Fuß von den beiden Richtungen. Und ist sehr schön, weil sie können zu Fuß einfach überall gehen. Ja, wenn wir jetzt zum Gardasee kommen, und ich komme jetzt mit meiner Familie erstmalig zum Gardasee. Okay. Du als Experte, als Einheimischer sozusagen, was kannst du empfehlen? Was muss man auf jeden Fall in 2022 gesehen haben, erlebt haben? Also ein Runde mit dem Schiff den Gardasee, erste Sachen. Und dann, ehrlich sein, am Gardasee, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dann verschiedene Wasserparks, es gibt zum Beispiel Gardaland oder Movieland, Amusement Park. Sie können in den Berg gehen oder Sie können, hier, wir sind in Italien, das ist klar, auch gute Essen. Bardolino, und du hast Wein trinken. Ja, wir Deutschen kennen ja Bardolino durch Bardolino den Bardolino oder Lugana, Wein. Genau. Ist dann, das ist die sind Gegend beide hier. Tolle Weine. Mhm. Ja. Und hier in der Nähe, wir haben verschiedene Verkaufen, wo es ist möglich, so diese Weintestproben. So ja, genau. Und sind sehr, sehr gute. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen, die Kinder haben tolle Spielmöglichkeiten. Und den Lugana oder den Bardolino, den kann man hier wirklich von der Quelle auf trinken. Genau. Sag mal, wir haben ja hier, du siehst ja hier heute mal Zitronen im ja? Studio stehen. Ja. Warum auch immer, unsere Deko hat hier mal Zitronen hingemacht. Aber Zitronen hat ja auch was mit dem Gardasee zu tun. Ne? Ja. Woran denkst du da zuerst? Also es gibt ein sehr, sehr schönes Ort in Gardasee. In Limone, Zitronen, das heißt Limone auf Limone. Italienisch. Okay. Und es gibt eine Stadt, das heißt Limone. Und diese ist eine sehr schöne Stadt, und wo es ist möglich, auch Zitronen finden. Ja, ich habe ja letztens mal gelesen, dass der Name Limone ein Stück weit da auch herkommt, weil da natürlich Zitronen angebaut wird. Und diese Zitronen sind so weltberühmt, die sind sogar in der Geschichte bis nach Russland zum Zar geliefert worden. Der hat vom Gardasee aus Limone diese Zitronen jeden Tag genommen. Lass uns mal noch ein Stück weit darüber sprechen, wie die Saison 2022 aussieht. Ja. Wenn du jetzt so vorschaust, ihr eröffnet wann genau? 1. April. Ja, wir machen was ist so dein April Gefühl auch. Im Moment? Nach zwei Jahren Covid, merkt ihr viel Nachholbedarf? Wollen die Familien jetzt gerade Urlaub machen nach dieser langen Zeit? Also, wir haben gesehen, dass in diesen zwei Jahren, es war nicht einfach wegen der Covid-Situation, aber da können wir sagen, dass wir haben eine gute Feedback von den Gästen erhalten, weil wir waren immer geöffnet und ausgebucht. Und das Gute, vielleicht, da können wir sagen, dass wir die erste Apart-Hotel in der Gegend sind.
Und vielleicht ist auch für diese, dass wir viele Leute haben. Und wir hoffen auch, dieses Jahr wird gut als Saison. Ja, und dann würde ich einfach sagen, schauen wir uns noch mal ein paar Bilder vom Season an. Buongiorno, sono Sara, come posso aiutarla? Sì, buongiorno.
latest model that we brought out. So it's three bedrooms, it's two bathrooms, because we have a lot of families that are quite large nowadays, and especially when they've got daughters that all need to use the bathroom, and dad can't use the bathroom. So we've intentionally... How many rooms? It's a three bedroom, two bathrooms. And then we've got the lounge and the kitchen area. Family, exactly, yeah. This sells for seven people maximum. Ah, okay. So it's quite big. And then outside nowadays, the clients want a large terrace. So we've invested in a terrace, and as you can see, a swing for them to relax on, some upmarket sun can lounges. I go inside? Yeah, of course. Let's have a look. Yeah. Fine. Oh, wow. Nice. Right, so here we have one of the largest mobile homes that we've got, one of the premium mobile homes. So we've got three bedrooms. We've got the lounge and kitchen area, and we've got two bathrooms. And that always helps when you've got a family that's quite large with some female daughters that all need to use the toilet. Wow, yeah. Toilet or what is it? Yeah, so in here we've got the shower with the sink. Okay. And then the other toilet, we've got the just the toilet itself. So of course, if dad needs to go to the toilet and the girls are in the shower, then it's perfect. For a family. Okay. Yeah, we've got the double bedroom, and then we've got two single bedrooms with like twin beds. So it sleeps seven people in total. And it's also got Bluetooth speakers in the roof, mm-hmm. so you can connect your phone to the Bluetooth speakers mm-hmm. and play music or whatever you like, YouTube videos or whatever you're into. We've got a fridge freezer, large fridge freezer, and we've got an air conditioning unit as well. Yes, brand new. So perfect for a family that's quite a large family, so they can put everything they need in the fridge. For wonderful. Ja, Matthias. Schön, hier zu sein. Ja, liebe Zuschauer,
Italien hat ja auch viele, viele Strände und das Meer, über, glaube ich, 8000 Kilometer. Und einer, der leidenschaftlich gerne taucht, ist Matthias und der ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, vielen Dank für die Einladung. Matthias, so als Taucher, ich hab gehört, du tauchst ausgerechnet in der Toskana. Ja. Toskana, also ich würde ja so viele Orte in Italien vermuten zum Tauchen, aber ausgerechnet doch nicht Toskana. Ja, das ist in der Tat immer wieder ein sehr überraschender Moment, wenn ich erzähle, dass ich in der Toskana tauche und dass wir dort auch eine Tauchbasis haben. Und sehr bekannt ist natürlich Elba, das von dort aus in Richtung Insel zu gehen. Sardinien. Aber es gibt tatsächlich Sardinien etc. Aber es gibt natürlich auch tatsächlich eine Halbinsel im Monte Argentario. Mhm. Das ist kurz vor Rom, wo tatsächlich dann auch die Möglichkeit besteht, ohne mit der Fähre zu fahren, an Tauchspots zu kommen. Und wir haben dort mit der Halbinsel eben Monte Argentario in der wunderbaren Hafenstadt Porto Santo Stefano und dann noch zwei Inseln, einmal die Insel Cianutri und einmal die Insel Giglio, haben wir die Möglichkeit, an weit über 20 Tauchspots zu tauchen mit wirklich unterschiedlichsten Voraussetzungen. Ja, wenn du jetzt gerade auch diesen Ort so liebst, du hast ja in Italien eine irrsinnige Auswahl. Strände, Meer gibt es ja nun mal zu Genüge. Definitiv. Was zeichnet diesen Ort besonders aus als Taucher? Also ich glaube, das ganz Besondere ist daran, dass es einen Mix aus zum einen die Möglichkeit auch gibt, man kann dort einen Sandstrand besuchen, aber dass es auch die meisten Gebiete eine sehr, sehr starke Steininfrastruktur haben und dadurch ein sehr, sehr klares Wasser vorherrscht, sodass man dort eigentlich die besten Voraussetzungen zum Tauchen auch hat und dass auch die Inseln, also Cianutri und Giglio, nicht sehr weit weg vom Festland sind. Das heißt, man kommt mit dem Boot in gut 20 bis 30 Minuten dorthin und findet dort eben die besten Voraussetzungen. Und ja, also wie gesagt, durch das, dass es eben eine tolle Unterwasserwelt ist, haben wir da jede Möglichkeit für unterschiedlichste Tauchgänge. Ich höre aus deinem Akzent irgendwo Bayern, Allgäu wo kommst du genau her? Ja, geboren in München, aber dann sehr früh nach Kempten gegangen mit meinen Eltern und bin Zeit meines Lebens dort geblieben im Allgäu. Bin in meinem eigentlichen Beruf auf der ganzen Welt unterwegs, aber trotzdem ist mein Standort, es ist Kempten im Allgäu und von dem her, das ist auch einfach dieser Klangakzent, den wir da raushören. Ah, ja. Jetzt hast du mir ja gerade schon auch so geschwärmt von diesem Ort in der Toskana. Ja. Wie kommt man da überhaupt hin? Was war so der Auslöser, um ausgerechnet diesen Geheimtipp zu finden? Ja. Also das ist tatsächlich zufällig passiert. Mhm. Meine Frau ist diejenige, die immer unsere Urlaubsorte auswählt. Und es war so, dass ich schon immer als Kind schon immer tauchen wollte, hat eigentlich nie so ganz gut geklappt. Und wir haben dann den Ort Monte Argentario gefunden, haben dort ein wunderbares Ferienhaus dementsprechend ausgesucht, was direkt am Meer gelegen hat und sind dann zufälligerweise an das Tauchcenter, wo heute auch mein Partner heute noch unterwegs ist. Also du bist richtig auch aktiv dort, nicht nur selber Taucher, sondern du vermittelst auch anderen Menschen dieses tolle Erlebnis. Absolut. Okay, Also wir haben auch für uns jetzt nochmal eine Thematik aufgesetzt, dass wir unterschiedliche Pakete anbieten. Wir haben für Familien, für Einzelpersonen, für Gruppen oder dann eben auch Paare bieten wir eine dreitägige Taucherfahrung an, wo wir alles mit reinpacken, wo wir auch im Vorfeld besprechen, wie das ablaufen soll. Und das ist eigentlich das Spezielle an uns, dass wir eher in kleineren Gruppen unterwegs sind, dass wir uns auch auf die Nachhaltigkeit sehr, sehr stark heute konzentrieren, sodass wir, dass wir uns ganz und gar unseren Gästen dementsprechend hingeben und da bin ich Teil davon. Also wenn jetzt jemand unserer Zuschauer auf die Idee kommt, tauchen zu gehen in Italien und dann auch noch diesen Geheimtipp von dir im Ohr hat, was macht er jetzt konkret? Oder was soll er tun? Also was soll er tun? Also grundsätzlich sich erstmal mit dem Gebiet auseinandersetzen. Ja. Ich glaube, dort wenn man über Monte Argentario sucht, kann man sich schon mal sehr, sehr viel anschauen. Und dann einfach natürlich auch die Möglichkeit zu nutzen. Wir haben ein Portal aufgebaut, heißt urasd.com, Your Special Diving Experience. Dort beschreiben wir sämtliche Tauchspots. Dort kann man sich auch eben unsere Pakete anschauen. Dort kann man sich auch das Gebiet außenrum anschauen, weil auch von dem Ort aus kann man sehr schnell Rom erreichen, ins Hinterland, in die Toskana auch fahren. Also man hat
hat hier eine allgemeine Möglichkeit, sich eben über unsere Seite zu informieren. Und das ist etwas, was man sicherlich sehr, sehr gut nutzen kann. Und dann natürlich die Entscheidung treffen, natürlich auch über uns zu buchen oder auch über einer der anderen vielen Tauchschulen, die dort noch vor Ort sind. Also als ich gerade die Mats hier am Eingang gesehen habe, da hat es ja richtig gekribbelt, irgendwie schnell mal wieder ins Wasser zu kommen und dann auch zu tauchen. Wie sieht es bei dir aus in 2022? Wann bist du wieder da unten? Aktiv, ja. Aktiv? Also es wird jetzt im April nochmal soweit sein. Ja. Wir haben jetzt vor, in der ruhigen Zeit noch einige Filme, Unterwasserfilme auch zu drehen. Für natürlich, dass wir das auch unseren Kunden zeigen können. Ja, und ich hoffe auch unseren Zuschauern. Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Und wird dann im April nochmal unten sein. Da ist es noch sehr, sehr ruhig. Wenig Boote im Wasser. Dann geht es im Mai nochmal los und dann im August, September bin ich nochmal 3 Wochen unten. Und da werden wir definitiv viele Tauchgänge wieder mit unseren gemeinsamen Gästen und Kunden dann machen und sicherlich auch gerne euch nochmal vorstellen. Ja, Matthias, dann sage ich erstmal vielen Dank und ich muss sagen, ich selber habe auch Lust bekommen, dieses Jahr mal das mal auszuprobieren. Ja. Also insofern, deinen Kontakt habe ich ja jetzt. Und liebe Zuschauer, wir haben es eingeblendet, also viel Spaß. Versuchen Sie es doch mal. Neue Herausforderung in 2022, Tauchen in der Toskana. Am besten heiraten in Bella Italia. Wo sonst? Open up my heart and you'll find love. Ich bin Serena. Ich organisiere Hochzeiten seit mehr als 21 Jahren. Ich habe mehr als 650 Hochzeiten organisiert, so 650 Paare glücklich gemacht. Ich werde mit viel Liebe und Leidenschaft eure Hochzeit organisieren, damit es ein wirklicher Traum wird. Liebe Paar, wollt ihr heiraten? Dann warum nicht in Italien, das Land der Liebe? Bewerbt euch. Ich freue mich auf euch.
Amore all'Italiana. Ja, also wenn es um Heiraten geht, da gehört Italien zur ersten Wahl. Und damit der schönste Moment im Leben auch gelingt, gibt es Serena, unsere Wedding-Planerin. Hallo Serena, schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Danke, Joran, es freut mich, hier zu sein. Du, wir haben ja gerade im Beitrag schon gesehen, wenn es um Heiraten in Italien geht, aus deiner Sicht, was ist so das Besondere, was Italien als Traumdestination auszeichnet? So, zuerst wunderschöne Landschaft, weil Italien einfach wunderschön überall ist. Und dann das wunderschöne Klima. Schau mal, was für ein Klima auch heute gibt. Das ist ganz warm. Jetzt im Winter stehen wir hier, ne? Ja, im Winter ohne Jacke. Das ist mir heiß mit dieser Jacke, aber trotzdem. Und dann das leckeres Essen. Das ist auch ein Grund, weil viele Leute hierher kommen. Ja, du hast ja auch gerade von den Orten gesprochen. Wenn es um Orte zum Heiraten geht. Hier am Lago di Garda, da hast du ja einige Hochzeiten. Wir organisieren Hochzeiten überall am Lago di Garda. Vom Peschiera bis zum Riva del Garda, überall. Weil jedes Ort, das ist einzigartig. Und jeder Ort ist wirklich schön. Viele sind kleine Dörfer, kleine alte Fischerdörfer. Und die sind wirklich schön. Und wenn man jetzt hier ein paar Meter weiter schaut, dann kommt man ja auch nach Verona. Ja, die Stadt der Liebe. Die Stadt von Julia, von Romeo und Julia. Romeo und Julia. Habe ich eigentlich die Möglichkeit, wenn ich heiraten würde, dass ich auch dort heiraten kann? Ja klar, du kannst, wir können deine Hochzeit, oder? Wir können die Hochzeit im Haus von Romeo und Julia organisieren. Echt? Ja, und dann schöne Fotos auf dem berühmten Balkon machen. Du hast ja jetzt schon, wie wir gerade gesehen haben, über 600 Paare. Ja. In den letzten Jahren verheiratet, glücklich gemacht, genau. Da ist auch bestimmt auch so der ein oder andere Moment bei dieser ganzen Erfahrung hängen geblieben. Was wirst du so in 20 Jahren noch erinnern? Woran wirst du dich da noch erinnern? Alle Hochzeiten sind wunderschön und alle Hochzeiten sind einzigartig. Und jeder ist anders. Speziell. Aber von manchen Hochzeiten kann mich wirklich an die Liebe erinnern. An die Liebe. Manche Paare, die sind so verliebt, dass man kann einfach die Liebe spüren. Und ist man das dann ist als, so schön. Ist man da als Wedding-Plannerin dann eher zurückhaltend oder hören die dann einem noch zu? Nee, das ist so schön, Hochzeiten für diese Paare zu organisieren. Das ist die beste Arbeit, die beste Job aus der Welt. Also wirklich. Ich sehe, du bist glücklich, du hast einen schönen Ort hier, wo du arbeitest. Ja. Sag mir noch mal abschließend, wenn jetzt hier Paare unter unseren Zuschauern in Italien heiraten wollen, wie erreichen sie mich? Die können mich einfach anrufen oder noch besser eine E-Mail schicken. Ihr habt doch eine Webseite, ne? Wir haben unsere, ja, über unsere Webseite. Italien.com. Ja. Ja, und was ist so, abschließend vielleicht noch eine Frage, was ist so aus deiner Sicht so die schönste Zeit, um hier in Italien heiraten zu können? In Italien, das ist immer schön, auch im Winter, weil du kannst sehen, wie sonnig das ist, auch im Winter. Aber trotzdem, die besten Monate, die sind vielleicht April, Mai, Juni und September. Die sind auch die Monate, wo die Italiener heiraten. Juli und August. Wann heiraten die Italiener? Italiener heiraten nur April, Mai, Juni und September. Okay. Normalerweise. Kriegt da eigentlich dann noch Termine? Ja, wir haben schon noch viele Termine. Speziell, wenn man in der Woche heiratet, dann haben wir noch viel Platz. Nicht viel, aber Aber da gibt es da noch Platz. Eine Möglichkeit. Ja, Samstag, fast alle Samstage, die sind schon ausgebucht. Aber trotzdem, wir können eine Hochzeit ganz schnell organisieren. Ja, dann sage ich nur, liebe Zuschauer, warum nicht in diesem Jahr 2022 einfach mal der Liebsten einen Antrag machen, vielleicht so in den nächsten 2-3 Stunden und dann auf der Webseite einfach mal vorbeischauen. Serena kann da Ihnen helfen, wenn es um Italien geht. Ja, klar. Also, ja, klar. Ja, wir Serena, warten auf euch. Dann sage ich erstmal vielen Dank. Nicht zusammen. Open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love.
Ich folg niemals meinem Herzen, nein, denn ich weiß ganz genau, wohin's mich trägt. Aus Millionen von Personen hat er dich erwählt, er lässt dich nicht mehr los. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbi non ho, perché dubbi non ho. Keine andere hat gesagt, sie wäre crazy nach mir. Keine andere ist ganz genau wie du. Pflanzt all diese Träume in mich ein und bleib in denen so bestehen. Keine andere. Vielleicht folge ich meinem Herzen. Bin ich längst gefallen. In der Liebe, das setzt das hier aus. Den Zweifel gibt es nicht. Zweifel gibt es nicht. Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro i miei e riesci ad essere sempre come sei. Come sei, come sei. Kann man am besten heiraten? In Bella Italia? Wo sonst? Open up my heart and you'll find love. Ich bin Serena. Ich organisiere Hochzeiten seit mehr als 21 Jahren. Ich habe mehr als 650 Hochzeiten organisiert, so 650 Paare glücklich gemacht. Ich werde mit viel Liebe und Leidenschaft eure Hochzeit organisieren, damit es ein wirklicher Traum wird. Liebe Paar, wollt ihr heiraten? Dann warum nicht in Italien, das Land der Liebe? Bewerbt euch! Ich freue mich auf euch!
Ja, liebe Zuschauer, und bei mir sind jetzt meine Kinderreporter von Bella Italia, die Smella und die Svea. Wie alt bist du, Smella? 5. Und du, Svea? 6. Ja, das muss man natürlich unseren Zuschauern erzählen. Ihr seid ja gerade so auf Entdeckungstour am Gardasee. Was hat euch am besten gefallen bisher? Da drin schwimmen gehen. Das Schwimmen gehen im Gardasee oder im Pool? Im Pool und im Gardasee. Hier kann man auch übernachten. Übernachten kann man hier? Ja, und was habt ihr so die letzten Tage gemacht? Wo wart ihr alles? Wir waren in Gardaland. Gardaland? Das ist die andere Hälfte von Italien. Ja, das Ganze. Ach, die andere Hälfte von Italien. Du meinst auf der anderen, da hinten am anderen Ufer? Ja. Das ist aber auch noch Italien. Ja, Schatz. Sag mal, was habt ihr im Gardaland entdeckt? Dort haben wir Karussell. Pferdekarussell. Pferdekarussell. Und wo warst du alles her? Auf so ein. Wir waren auf so Karussell mit wilden Tassen. Mit wilden Tassen, also die wilde Tassenbahn. Ja, dort waren so Tassen, dort kann man reinsteigen und dann fahren die rumherum ganz schnell. Und immer schneller. Immer schneller. Und Smilla, was hat dir besonders gefallen? Hallo? Die Pferdekarussell. Das Pferdekarussell? Und die wilde Tasse. Und die wilde Tasse, ja. Und worauf freut ihr euch heute Abend? In Juniorpark gehen. In den Juniorpark hier und auf Bella Italia TV. Auf Bella Italia, auf den Campingplatz. Ja, und ne? Wir gehen auch springen gehen und in den Bellpark. Den Bellpark. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und ich muss mal mit dem Papa reden, ne, dass ihr auch heute noch mal ein bisschen länger aufbleiben dürft. Ihr seid ja schließlich im Urlaub, oder? Ja. Okay, also dann entdeckt mal den Urlaubs-Campingplatz Bella Italia. So. Und was sagen wir den Zuschauern? Habt viel Spaß. Und wir wünschen euch Glück. Eine gute Reise, wenn ihr mal hier hinfahren wollt. Und bestimmt wollt ihr hier hinfahren. Hier ist es nämlich super spaßig. Super spaßig hier in Bella Italia. Ja. Tschüss. Und ihr könntet auch vielleicht neue Freunde oder Freundinnen sehen. Tschüss. Habt ihr viele von euren Freundinnen kennengelernt, Smilla? Ja. Also dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ne? Spielt mit denen. Bis gleich. Ciao. Tschüss.
Vi aspettiamo a Explore Italy. Insieme esploreremo le bellezze dell'Italia, della sua storia, dell'arte e della cultura, facendo vivere esperienze di viaggio, immergendoci nelle destinazioni turistiche iconiche, simbolo del nostro paese. Racconteremo l'Italia attraverso le voci, i volti degli italiani, le città d'arte, i borghi più belli, le spiagge, i laghi, le montagne e tutti quei luoghi incantevoli che lo caratterizzano e lo impreziosiscono. Lo faremo tutti i giorni in diretta con le telecamere di Bella Italia TV lungo tutto lo stivale. Vi aspettiamo. Buongiorno Europa und herzlich willkommen im deutschsprachigen Programm von Bella Italia TV. Ja, die Urlaubssaison 22 hat begonnen und bei mir ist jetzt die Redakteurin Kirsten Hofer von der Gardasee-Zeitung. Und ihr habt auch eure neue Ausgabe pünktlich zum Saisonstart rausgebracht. Hallo ja. Kirsten, schön, dass du erstmal da bist. Ne? Vielen Dank für die Einleitung. Ja, wir haben ja dieses Jahr erstmalig eine Kooperation, eine Partnerschaft zwischen Fernseh und Zeitung. Ja. Persönlich als alter Zeitungsfan und auch Redakteur freue ich mich darüber. Mhm. Und deine Erfahrung im Urlaub und Zeitung? Ich glaube, die Leute haben dann endlich mal Zeit, richtig in Ruhe Zeitung zu lesen. Weil heutzutage geht vieles über Smartphone, man liest schnell die Notizen, aber man hat keine Ruhe. Im Urlaub hat man die Ruhe Zeit und, man und hat, die Zeitung. Ja, und man hat was Haptisches in der Hand und braucht auch kein Internet. Braucht kein Internet. Das ist ja an manchen Stellen dann auch wieder gut. Ne? Man kann auch am Strand liegen und in Ruhe die Zeitung lesen. Ja, dann erzähl uns doch mal und unseren Zuschauern, was gibt es in der neuen Ausgabe besonders, was gibt es Neues? Und ihr habt ja sehr, sehr viele Events auch, auf die ihr hinweist. Ja, also wie du schon gesagt hast, unsere erste Ausgabe erscheint als Saisonauftakt zusammen mit dem Saisonauftakt am Gardasee. Auch wenn wir normalerweise weitere Ausgaben schon vorher haben, dieses Jahr pandemiebedingt nicht. Aber ihr seid ja jetzt schon im 26. Jahr, also sozusagen wirklich eine Institution als deutschsprachige Zeitung in Italien. Genau. Und wie oft werdet ihr voraussichtlich erscheinen? 15 Mal dieses Jahr, natürlich stark konzentriert im Sommer. Mhm. Da gibt es 3 Ausgaben im Monat. Dann, wenn es interessant ist. Dann geht es rund. Nicht? Und ein bisschen weniger in den Monaten davor und danach. Okay. Nicht? Ja, lass uns mal reinschauen. Ja, also wir haben in dieser Ausgabe einen Überblick geben wollen über das, was in den nächsten Monaten passiert und auch über das, was in den nächsten Tagen passiert. Also das ist ein bisschen was zusammen. Da komme ich ja jetzt wirklich an der weltberühmten Arena di Verona, hier unmittelbar in der Nähe. Katzensprung, ne? Katzensprung, von halbe Gardasee. Stunde ist man da. Ja, da komme ich ja nicht dran vorbei. Und da geht es ja zum 99. Mal in die Festspielsaison. Genau, auch in diesem Sommer gibt es wieder die Festspiele. Auf welche Künstler dürfen sich die Gäste freuen? Also zu den Künstlern, die kommen werden, zählen Placido do Domingo. Ihm ist eine Gala gewidmet, eine Verdi-Gala. Das ist doch sozusagen sein Wohnzimmer, oder? Ja, er ist oft da. Verona ist auch, und die Arena ist auch der Ort, wo er sein italienisches Debüt gegeben hat vor 40 Jahren, 30 Jahren. Von daher, er ist stark verbunden mit Verona und kommt gerne zu uns zurück. Wer zum ersten Mal mit dabei ist, ist die Opernsängerin Elina Garanca. Und sie wird ihr Debüt geben in der Arena. Und dann gibt es viele, viele bekannte Aida? Sänger. Aida ist mit dabei. Ein Muss, oder? Ein Muss, ein absolutes Muss. Ohne Aida gibt es kein Opernfestival. Ja. Seit einigen Jahren ist Aida auch die Oper, mit der das Festival dann im September beendet wird. Ja, aber die Arena, die Verona, die ist ja nicht nur bei Opernfans beliebt, sondern es gibt doch auch viele Rock- und Pop-Events. Erzähl uns darüber mal was. Ja, also die Arena ist sehr beliebt unter den internationalen und nationalen Künstlern, auch wenn sie kleiner ist. Nicht? Von daher weniger Fassungsvermögen hat. Gefühlt haben wir ja alle Welt. Künstler, alle, es waren alle da. Weltstars schon es irgendwo waren alle mal. Da, ja. In diesem Jahr Zuccaro wird erwartet. Er ist jedes Jahr bei uns zu Gast. Er nennt die Arena auch sein Zuhause. Okay. Er hat 14 Konzerte angekündigt in diesem Jahr. 14 Konzerte. Das beginnt im Ende April, meine ich, oder Anfang Mai, erinnere ich mich nicht mehr richtig. Neben Zuccaro hat sich auch Maneskin angekündigt, die italienische Band, die ja das Eurovision Contest gewonnen hat letztes Jahr.
und in diesem Jahr also auch in der Arena auftreten wird. Und das vor ausverkauftem Haus. Die Tickets gibt es schon seit Monaten nicht mehr. Zu Gast sein werden aber auch viele andere italienische Künstler. Es wird der Music Award verteilt. Das ist traditionell auch in der Arena, denn Ende des Sommers finden zwei Abende statt, an denen die besten italienischen Songs des Jahres prämiert werden. Und das findet halt wieder in der Arena statt. Aber es gibt ja, ab Juni geht es mit der Opernsaison los. Du sagtest ja schon, so viele Events auch im April. Wie ist so deine Erfahrung, wenn man an Tickets möchte? Die Tickets bekommt man. Die Tickets für das Opernfestival bekommt man bei der Arena direkt. Also es gibt eine Theaterkasse an der Arena. Aber natürlich kann man sie auch online erstehen. Und da klickt man sich einfach rein in die Website. Und von da geht man dann weiter zur Theaterkasse. Für die Rockkonzerte muss man sich an die offiziellen Ticketverkäufer wenden. Da gibt es in Italien Ticket One, Viva Ticket. Da gibt es viele, ja. Da muss man ein bisschen suchen, aber dann findet man sie auch. Alles klar. Ja, suchen. Ich habe jetzt in der Zeit, wo du gerade vieles erzählt hast, auch mal einen Blick in die neue Ausgabe geworfen. Am Gardasee immer wieder beliebt Sport. Ja, also Sportler lieben den See, denn der See hat wirklich viel zu bieten. Windsurf, Kitesurf, also alle Wassersportarten. Dazu kommt dann auch die Fahrradsportler sind hier zu Gast. Besonders im Frühjahr und im Herbst, im Spätsommer, bietet der Gardasee ideale Temperaturen, ideale Bedingungen, um den Sport auszuüben. Am Gardasee wird auch die Mountainbike-Saison traditionell eröffnet, die internationale. Okay, und dies macht man an Riva del Garda. Ah, also fast genau hinter uns. Im Norden. Ganz im Norden. Ganz im Norden. Und das Bike-Festival, das beginnt Ende des Monats, dauert ein paar Tage. Und da sind immer Tausende von Bike-Fans zu Gast. Wie sind so deine Erfahrungen in den letzten Jahren, was so die Fahrradstrecken angeht? Es gibt viele Fahrradstrecken, besonders für Mountainbiker. Also da tun die einzelnen Gemeinden auch viel, um dem Biker entgegenzukommen. Zum Beispiel eine der Sachen, die vor einigen Jahren gebaut wurde, ist diese über dem See quasi schwingende, Fahrradweg bei Limone, der ist unheimlich schön. Und wenn man drüber geht, dann hat man das Gefühl, über den See zu schwingen. Über den See Fahrrad zu fahren am Gardasee. Und man kann auch zu Fuß gehen. Ich habe es zu Fuß zurückgelegt. Genau. Wunderschön. Ja, die Saison ist ja eröffnet, auch in den oder bei den ganzen Familienparks hier am Gardasee, Gardaland und Co. Gardaland, Moviland. Eigentlich für sehr beliebt bei den Familien, ne? Ja. Und was gibt es noch in der nächsten Zeit? Ich sehe hier gerade natürlich allen voran für die Weinliebhaber, die Vinitaly. Ja, die Vinitaly wird in Verona organisiert. Mhm. Das ist die internationale Weinmesse, eine der berühmtesten auf der Welt. Ist eine Fachmesse, an der Hunderte von Weinhersteller und Branchenbeschäftigte aus der ganzen Welt teilnehmen. Mhm. Vinitaly vom 10. bis zum 13. April läuft auf dem Messegelände von Verona, hat die Stadt seit einigen Jahren ein nicht ganz parallel laufendes Event eingeführt, das den Weinliebhabern allgemein gewidmet ist also und in der Altstadt. Für die Öffentlichkeit, für den Publikumsgast. Genau, und das heißt Vinitaly and the City in diesem Jahr vom 8. bis zum 11. April. Aha. Von daher wenigen Tagen. Und da gibt es in der Stadt Verköstigung, die Weinhersteller stellen sich vor, es gibt Musik, es gibt Baskers, also da ist eine ganze Menge los in der Altstadt. Ja, Wein und Gardasee, das hat ja eine lange, lange Tradition. Ja. Lugana, Badolino, Chiaretto. Was ist dein Lieblingswein? Ich trinke gerne einen Saabe, der kommt nur nicht vom Gardasee, aber, aber auch ein guter Chiaretto. Ja, man muss ja auch ein bisschen offen bleiben. Ne? Aber Hauptsache italienischer Wein. Hauptsache italienischer Wein, da ist nicht zu klagen. Ja, du siehst ja hier, wir haben ja nicht nur Wein, wir haben ja auch Zitronen. Ne? Das hat ja hier am Gardasee eine große Tradition. Ja, der Zitronenanbau hatte wirklich eine große Tradition am Gardasee. Man exportierte Zitronen im 19. Jahrhundert bis nach Russland. Das habe ich mal gelesen. Es gibt ja auch Limone, die Stadt. Ja, die ihren Namen aber nicht den Zitronen verdankt, sondern es war eine Grenzstadt. Ja. Und Limes, auf Lateinisch ist Grenze, von daher der Name kam daher.
Doch in Limone gibt es eine Limonaia, ein Zitronengewächshaus, das auch jetzt wieder besichtigt werden kann. Es ist wieder geöffnet, denn im Winter werden diese Gewächshäuser ja richtig geschlossen mit Holzbalken. Jetzt sind sie wieder geöffnet und das gleiche ist in Tignale der Fall, auf der anderen Seite des Sees am Westufer. Da gibt es eine wunderschöne Limonaia, die zum Ökomuseum umgebaut worden ist und die besucht werden kann. Und in einigen Tagen findet auch den Zitronen gewidmeter Veranstaltung statt. Das heißt, man kann Zitrusgärten, die im Privatbesitz sind, auch für ein paar Tage besichtigen. Private öffnen ihre Gärten für dieses Event. Wow, also, ich sehe gerade, Hard Rock Café in Verona hat eröffnet. Hat vor wenigen Wochen eröffnet, auch in Verona gibt es jetzt als Fan, ich gehe ja gerne mal in so einem Hardrock-Café, wo es die gibt, aber die gibt es gar nicht so viel. Nein, es gibt nur vier in Italien. Vier Stück. Vier Hardrock-Cafés und das Tolle ist, in dem Hardrock-Café von Verona gibt es natürlich einen Burger, der dem Veroneser Hardrock-Café gewidmet ist, aber es gibt auch die Erinnerungsstücke der Sänger, die ausgestellt sind, sind alles Erinnerungsstücke, die mit der Arena in irgendeiner Art und Weise in Verbindung sind. Also, dass die Sänger eine besondere Beziehung zur Arena und zu Verona hatten, die ihre Stücke ausgestellt haben. Ja, Kirsten, worauf dürfen sich in der nächsten Ausgabe oder in dieser Ausgabe sich die Besucher freuen, wenn es um das Thema Event am Gardasee noch geht? Ja, der Gardasee erwartet die Urlauber schon am Anfang der Saison mit einigen traditionellen Events, die man nicht verpassen sollte. Mhm. Dazu zählt ohne Zweifel die Via Crucis in Brenzone. Also am Karfreitag feiert man in den Abendstunden einen lebendigen Kreuzweg mit über 100 Figuranten entlang der Straßen von Castelletto, das ist ein Ortsteil von Brenzone. Und das ist eine sehr besinnliche und beeindruckende Veranstaltung, also mit einer Atmosphäre, die man wirklich nicht verpassen sollte. Ja, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank und verrat uns nochmal bitte zum Abschluss oder unseren Zuschauern, wo finden Sie die Gardasee-Zeitung? Die Gardasee-Zeitung findet man, wo die Urlauber sind. Das also sozusagen in jedem Hotel, Campingplatz, an vielen, vielen Stellen. Fremdenverkehrsbüros, den Fähranlegern der Navigade, der Schifffahrtsgesellschaft hier. Also ein bisschen überall. Also man kann ja eigentlich fast gar nicht ausweichen, wenn man mit offenen Augen durch Italien geht. Aber sollte man ja im Urlaub sowieso. Genau. Ne? Ja, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Und Ihnen, liebe Zuschauer, machen Sie den nächsten Urlaub am Gardasee doch einfach komplett. Alle Ratschläge und noch viel mehr finden Sie jederzeit in der Gardasee-Zeitung. Saluto da San Martino di Castrozza.
Buongiorno amici und herzlich willkommen im deutschsprachigen Programm von Bella Italia. Und bei mir im Studio ist Sarah und Patrick. Und was euch Hallo. Beiden mit diesem Gardasee hier, wo wir gerade stehen, verbindet, das schauen wir uns jetzt mal an. Sarah, die erste Frage an dich. Erlaubst du ihm das eigentlich? Natürlich. Also hast du da überhaupt keine Angst bei? Also nein, weil wie jeder selber sehen kann, wenn er es mal probiert, es ist absolut nicht gefährlich. Also natürlich, wenn man das in einem Rahmen macht, wo es dann höher geht, dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber für alle Beginner funktioniert das deutlich tiefer und dann ist das überhaupt nicht gefährlich. Patrick, Flyboard, wir sehen ja gerade, du fliegst ja beinahe die Drohne weg mit deinem Wasserstrahl. Wie lange machst du das überhaupt schon? Ja, das Flyboard an sich gibt es jetzt mittlerweile seit 5 Jahren. Und wir haben gleich von Anfang an haben wir uns das Teil zugelegt und haben auch bei unseren Gästen gesehen, dass es sehr gut ankommt. Und ja, abgesehen davon, dass es richtig Spaß macht, würde ich auch behaupten, ist es ziemlich sicher. Weil du ja immer ein Wasser hast um dich rum. Der Bediener des Jetskis ist eigentlich ein geprüfter Lehrer, der das immer nochmal für dich gegencheckt oder alles kontrollieren kann. Deshalb ist es sehr sicher und wie gesagt, wenn etwas ist, man fällt ins Wasser und das ist eigentlich nicht so schlimm. Also ich höre ja bei euch beiden so einen leichten österreichischen Akzent. Ich glaube, ihr kommt daher, ne? Oder? Ja, fast. Wir sind aus Südtirol. Südtirol. Der nördlichste Teil Italiens. Aber ja, wir sprechen beides. Ja, da muss ich ja direkt mal fragen, was hat euch zum Gardasee verschlagen? Ja, das mit Gardasee ist so, das ist ein bisschen bei uns Familientradition. Mhm. Mein Vater, der hat als Jugendlicher, war der im Kino und hat einen Wasserskiläufer dort gesehen und war als Bergjunge davon so begeistert und seine Mission war daraufhin, das Wasserski für sich zu entdecken. Und als ich geboren wurde, quasi vor 40 Jahren, wurde ich hier schon auf den Gardasee in den Wassersport eingeführt. Also du hast im Grunde das Laufen gelernt auf dem Lago di Garda sozusagen, ja, oder? Ja, mit 20 Monaten, ich konnte da gerade laufen, bin ich schon das erste Mal Wasserski gefahren. Und was hat dich dann so verschlagen? Die Liebe nach dem Motto, mit diesem Mann kann man nur zusammen sein, wenn man auch auf Wasserskiern daher schreitet, oder? Ja, kennengelernt haben wir uns vor 19 Jahren in Südtirol und im Winter. Im Sommer war er ja am Gardasee und dann, als der Frühling kam, hat es geheißen, so, entweder kommst du mit an den See oder leider sehen wir uns nicht mehr. Und dann habe ich mich entschieden, mit zum Gardasee zu kommen und seitdem passt das. Ja, Patrick, du machst das ja nicht, oder ihr macht das ja nicht nur als eigenes Hobby, sondern ihr habt ja auch mittlerweile eine Schule und beziehungsweise bei euch kann man das ja selber ausprobieren. Erzähl mal davon. Ja, korrekt. Wir haben eine Wassersportstation. Wir bieten Wasserski, Wakeboarding, das wäre eine Art Snowboarden am Wasser. Dann haben wir die ganze Fun-Geschichte mit Tubes, Parasailing und wie gesagt auch das Flyboard im Angebot. Und das kann bei uns jeder ab 5 Jahren lernen. Und ja, nach oben hin keine Grenzen. Wir hatten auch schon Kunden, die waren mit 85 Jahren bei uns im Parasailing-Schirm drinnen. Deshalb. Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr, das wäre ja mal so eine Challenge 2022, zum Beispiel das Gleiche machen möchte, was wir gerade im Film gesehen haben, was schätzt du, wie lange brauche ich dafür? Ja, gerne, Jürgen, das ist überhaupt kein Thema. Du musst zu mir kommen mit deiner Badehose, mit deinem Handtuch und dann den Rest bekommst du für uns, Sicherheitsausrüstung, eine Schwimmweste. Und dann gibt es am Strand eine kurze Einweisung, die dauert so um die 5 bis 10 Minuten und dann geht es auch schon direkt ins Wasser. Und im Wasser, nach 2-3 Minuten stehst du bereits schon über dem Wasser beziehungsweise du fliegst selbstständig übers Wasser. Also Sarah, du bist jetzt die Zeugin. Meine Challenge für 2022, liebe Zuschauer, ich möchte aus dem Wasser fliegen. Ja. Und da freue ich mich drauf und sage einfach, lass uns noch mal ein paar Bilder angucken. Gerne.
Ja, liebe Zuschauer, das sind Bilder und Sarah und Patrick. Ich habe ja gerade, während wir die Bilder sehen konnten hier, habe ich ja auch noch auf deinem Handy gesehen, dass du da ein ganz spezielles Foto hast. Kannst du mir das mal eben kurz hier rüber schicken? Ja, dann würde ich das gerne mal gleich einspielen. Ich leite dir das gerne weiter. Ja, genau. Also das bist du. Wie alt bist du da? Das bin ich da. 20 Monate. 20 Monate. Ja. Also das heißt, du hast, bevor du laufen konntest, eigentlich schon auf den Wasserskiern gestanden. Korrekt. Das war im Jahre 1982 und mein Vater hatte zur damaligen Zeit mit Freunden und Bekannten und auch guten Kunden eine Wette um 20.000 D-Mark laufen. Mein Sohn. Dass mein Sohn Wasserski läuft. Die Aufgabe war, dass ich 500 Meter fahre. Geschafft habe ich, glaube ich, 1,5 Kilometer. Oh, aber deshalb, und wie viel Taschengeld hast du dann bekommen? Da das noch nicht Taschengeld habe ich keines bekommen, aber mein Vater hat immer gut auf mich geschaut und gesorgt. Deshalb irgendwo muss es schon gepasst haben. Also mit 20.000 Mark für eine Wette mit dem Sohn, ja, mit 20 gut. Monaten, Hut ab. Ja, ja, dann wünsche ich euch beiden eine tolle Saison hier am Gardasee und wir werden uns sicherlich noch einige Male treffen, spätestens dann, wenn ich es selber versuche. Gerne. Mit 20 Monaten. Wir warten auf dich. Konnte ich gerade krabbeln. Thank you.